In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen Installation und Start des Build-Server-Programms Kantaloo. Die Kantaloo-Software ist Open Source, leicht zu installieren und besitzt eine ausführliche Dokumentation, die man, wenn nötig, zu Hilfe ziehen kann. Achtung! Unser Tutorial richtet sich an Benutzer eines Windows-Rechners. Falls Sie ein anderes Betriebssystem oder ein anderes Installationsverzeichnis wählen, müssen Sie Ihre Eingaben dementsprechend anpassen. Die benötigte Software können Sie von der Homepage herunterladen. Zuerst wird die aktuelle Version heruntergeladen. Dann müssen wir die Datei aus Ihrem ZIP-Ordner entpacken. Wir benennen unser Verzeichnis in Kantaloo um und verschieben es in das Laufwerk C. Unter dem neuen Verzeichnispfad C Kantaloo sollten Sie zusätzlich einen neuen Ordner namens Images erstellen. Innerhalb unseres Verzeichnisses sollte ebenfalls die Datei Kantaloo Properties Sample im Ordner zu finden sein. Öffnen Sie diese Datei mit einem entsprechenden Texteditor wie Notepad++ und suchen Sie nach folgendem Eintrag. Ändern Sie den Wert hinter den Gleichheitszeichen auf C Kantaloo Images. Dies stellt den Verzeichnispfad dar, auf den das Programm später automatisch zugreifen wird. Nachdem Sie den Eintrag geändert haben, können Sie die Datei abspeichern. Benennen Sie diese Datei in Kantaloo Properties um, also ohne das Sample. Nun sollte die Installation abgeschlossen sein. Öffnen Sie mit der Tastenkombination Windows-Taste plus R Ihr Eingabefeld. Führen Sie nun den Befehl cmd.exe aus, um Ihre Windows-Konsole zu starten. Nun geben Sie den Befehl cd c Kantaloo ein und bestätigen mit Enter. Danach sollten Sie folgenden Befehl anpassen und eingeben. Achtung! Dieser Befehlsabschnitt sollte durch die jeweilige Versionsnummer von Kantaloo geändert werden. Der Rest des Befehls bleibt unberührt. Nachdem Sie den Befehl eingegeben haben, sollten einige Zeilen an Logmeldungen erscheinen. Der Vorgang wird etwas länger dauern, da erst der Build-Server hochgefahren werden muss. Sobald Kantaloo aktiv ist, können Sie mit Ihrem Browser folgende Adresse eingeben. Und sollten die Erfolgsmeldung in Form des Startbildschirmes inklusive Kantaloo-Logos erhalten. Nun können Sie Ihren Build-Server nutzen. Vielen Dank fürs Zuschauen.